Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Das hier ist eine Antwort auf das vorletzte Video, und zwar das Der Cheater in deinem Kopf Video. Also warum haben gefühlt so viele Cheater, warum haben gefühlt so viele wenig Cheater? Wie kann das sein, dass dieses Feeling so unterschiedlich ist und auch vor allem die Aussagen so unterschiedlich sind? Der eine sagt, ich habe immer Cheater, und der andere sagt, ich habe nie Cheater. What is happening? Mir war natürlich beim letzten Video schon klar, dass diese 20 oder 21 Minuten, dass das kein passendes Zeitfenster ist, um so ein großes Thema anzusprechen. So viel Psychologie geht ja theoretisch damit rein und emotionale Geschichte. Aber ich denke, da ist schon mal der Grundstein gelegt, und jetzt kommen hier eben nochmal die Antworten beziehungsweise noch ein paar weitere Punkte, die ihr noch habt oder hattet, beziehungsweise die ich halt einfach noch nachreichen möchte. Ganz vorne mit dabei, Punkt Nummer 0 sozusagen. Es ging im letzten Video nicht darum, dass es keine Cheater gibt. Das hat manch einer irgendwie nicht so ganz gerafft. Sondern es ging darum, wie die Wahrnehmung der Cheater ist und wie es sein kann, dass so viele Leute viele Cheater sehen und so viele Leute wenig Cheater sehen. Wobei es dann recht schnell, ich denke, das hat man zumindest oder konnte man zumindest merken, wenn man das ganze Video angeschaut oder gehört hat, es nicht um die Cheater-Zahlen an sich ging, sondern tatsächlich um die wahrgenommenen Cheater, also vor allem in den Fällen, in denen überhaupt niemand cheatet, aber man trotzdem sagt, da ist einer. Nichtsdestotrotz war der Titel auch, warum ist der Unterschied so groß? Und da ist natürlich ganz wichtig der Trust-Faktor. Ich habe vor 5 oder 6 Jahren praktisch dasselbe Video schon mal gemacht. Ich könnte schwören, ich habe schon mal über den Trust-Faktor dann darin gesprochen, beziehungsweise ich habe mindestens ein, aber eher 2 oder 3 eigenständige Videos zum Trust-Faktor. Was ist das, wie funktioniert der, bla bla bla. Ich glaube, das dritte war irgendwie, wie man seinen Trust-Faktor erhöhen kann. Das war schon oft Thema hier bei uns, aber nicht im letzten Video, und viele kamen neu über das Video zu mir. Darum erwähne ich es jetzt hier wie folgt. Der Trust-Faktor ist natürlich ein großer Punkt in der Entscheidung, wie viele Cheater ich abbekomme oder wie wenig ich abbekomme. Habe ich einen guten Trust-Faktor, bekomme ich wahrscheinlich eher weniger bis gar keine ab. Habe ich einen sehr schlechten, kriege ich viele bis alle ab. Falls ihr spezielle Fragen zum Trust-Faktor habt, schaut euch gerne meine Videos dazu an. Einfach der Dummerblatt-Trust-Faktor in die YouTube-Suche und dann babam, habt ihr die Videos. Ich möchte noch anfügen, dass ich ein Cheater-Experiment gemacht habe. Ich habe einen neuen Steam-Account gemacht, einen brandneuen, ohne Prime, während CSGO damals, und habe mich richtig zerpflücken lassen in den Spielen. Also ich habe meinen Main-Account gehabt, der ist mittlerweile 17 Jahre alt oder sowas, komplett voll Trust-Faktor, over 9000, mehr oder weniger. Dann meinen zweiten Account, der so irgendwo in der Mitte wahrscheinlich steht, zwischen den beiden Accounts, und eben den dritten Account, den schlimmsten, ohne Prime und brandneu. Dann habe ich auf dem dritten Spiele gespielt, auf meinem Main-Account Spiele gespielt und auch auf meinem zweiten Account Spiele gespielt, und dreimal dürft ihr raten, wie die Cheater-Verteilung war. Auf dem Main-Account gar keine Cheater, auf dem zweiten Account mehr oder weniger auch keine, aber auf dem dritten Account, holy shit. Ich habe in jedem Spiel mehrere Cheater gehabt. Es war mitunter so, dass 9 Leute gecheatet haben, nur ich nicht. Der Trust-Faktor ist also sehr wichtig bei der Frage, warum diese großen Unterschiede. Mir ging es aber, wie gesagt, und das merkt man hier dann auch, denke ich, gleich, um die eingebildeten Cheater. Dazu komme ich dann aber gleich noch. Punkt Nummer 2 war schlechtes Matchmaking. Ist natürlich auch ein sehr beschreibendes Problem. Du hast eben im Matchmaking Leute, die deutlich besser sind als du, gegen die du gematcht wirst, also Smurfs, beziehungsweise jetzt am Anfang, wenn ein Spiel genullt ist, resettet ist und alle ihren Rank erspielen, hat man halt auch logischerweise einen riesen Mischmasch an Leuten, die zusammenspielen. Silvers mit Globals, so ganz grob gesagt. Aber auch im weiteren Verlauf, sobald man seinen Rank hat, hat man immer wieder Spiele, so aus eigener Erfahrung sage ich jetzt mal, jedes dritte, die richtig wild sind. Also wo du einfach jemanden hast, der so unglaublich über dir ist, oder mehrere, oder Leute, die so unglaublich weit unter dir sind vom Rang her, dass du die entweder locker kaputt machst oder sie dich halt zu null klatschen. Dieses schlechte Matchmaking führt natürlich auch, und jetzt geht schon so ein bisschen in die mentale Richtung, dazu, dass sehr, sehr viele Leute Cheater callen, denn sie werden von jemandem, der wirklich deutlich, deutlich, deutlich besser als sie selbst ist, zerstört. Und das sieht dann eben für gerade Spieler, die halt noch neu sind oder die im Low-Elo-Bereich spielen, halt nach Cheats aus. Da hängt dann Punkt Nummer 3 direkt mit dran, und zwar im Low-Rank oder auf den Low-Ranks werden halt öfter Cheater gecallt als auf den High-Ranks. Ich denke, das Problem ist eigentlich selbsterklärend, weil man eben noch nicht wirklich weiß, wie das Spiel funktioniert. Beziehungsweise was möglich ist, also was auch so auf absoluter High-Super-Duper-Elo möglich ist. Ich bekomme diesen Unterschied zwischen Low, Mid und High natürlich mehrfach die Woche mit. Ich stream 3-mal die Woche und mache in meinen Streams immer Spiele mit meinen Zuschauern, auch mit neuen Zuschauern. Und wir haben dafür 3 Spielvarianten, Low-Game. Das ist nach den alten Rängen LEM Supreme Global, beziehungsweise halt Faceit 7 bis 10. Dann Midgame, das ist MG2 bis einschließlich LE, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was für Faceit-Ränge das dann wären, 4 bis 6 oder was, keine Ahnung. Und ja, dann halt Low Game, das ist dann Silver, Gold und MG1.
Das spielen wir so, damit sich für meine Mitspieler natürlich die passenden Gegner finden lassen. Ne? Weil wenn ich mit zwei Globals und zwei Silvers spiele und ich dann noch da mittendrin bin, ist das irgendwie scheiße. Wobei wir trotzdem solche Games haben, das sind dann unsere Mixed Games. Da weiß aber jeder im Vorfeld, dass es haarig werden kann. Vielleicht. So, und dadurch bekomme ich natürlich die Mentalität eben auch mit auf den einzelnen Elen. Und ich weiß nicht, ob Elen Plural von Elo ist, ich sag's jetzt einfach, ich etabliere das jetzt einfach. Und das habe ich auch bei dem einen, ich habe jemandem einen Kommentar geschrieben und da so, es klang sicherlich sehr hochnäsig oder hat sich hochnäsig gelesen von wegen, dass ich da so ein bisschen mehr Einsicht habe. Nee, ich habe nicht gesagt mehr Einsicht, aber ich habe da halt eine gewisse Datenlage, die anderen möglicherweise fehlt, normalen Casual-Spielern. Denn ich spiele halt jede Woche mehrmals mit allen Elen und weiß eben halt dann auch, wie sich dort verhalten wird. Das mache ich mittlerweile seit 8 Jahren. Also ich habe seit 8 Jahren dreimal die Woche Low-Games, Mid-Games und High-Games und das immer und immer wieder. Jeden Stream ständig. Ich tauche also auch immer wieder in jede Gegnerregion ab. Und natürlich kam es da auch schon vor, dass ich dann in einem Low-Game, ist es eigentlich nicht meine Elo, halt dann mal brilliere und dann auch direkt Cheater gecallt werde. Es ist, wie gesagt, nun mal so, dass jemand, der noch gar nicht weiß oder das gar nicht so fassen kann, was alles möglich ist, der sieht dann halt ein krasses Play oder meinetwegen auch was Normales, wie ich finde. Also jemand schießt durch eine Smoke durch und ich sehe dadurch ja ungefähr, wo er steht, gerade jetzt mit den neuen Smokes halt. Also gehe ich hin mit der Diggel und treffe ihn halt voll ins Gesicht. Das war dann vielleicht nicht zwingend meine Absicht, aber ich freue mich. Ach, guck mal da, ein schöner Shot, nice. Und das war's. Und der andere tickt halt aus. Durch die Smoke, meh! Dabei war das halt einfach ein normaler Shot. Hier ist auch noch ein Extrembeispiel. Ich habe den Account von meiner Frau damals mit eingerankt, beziehungsweise sie hat das erste Spiel gemacht und ich das zweite. Es war so wild, dass ich theoretisch wahrscheinlich hätte Only Knife spielen können, aber ich habe halt dann Pistole gespielt. Das Ende vom Lied war, dass meine Mates und die Gegner mich reportet haben und untereinander geschrieben haben, dass es unmöglich ist, was ich da mache, weil ich einfach von vornherein versuche, auf die Köpfe zu zielen. Ich sei schon auf Kopfhöhe, wenn jemand um die Ecke kommt und ich denke, Pre-Aim, Crosshair Placement, Bing-Bong. Also die Leute waren so frisch scheinbar, also verständlich. Meine Frau hat das erste Spiel gemacht und sie ist jetzt, das war ihr erstes Counter-Strike-Spiel, so mehr oder weniger. Ich meine, dass alle Neuen gesagt haben, dass ich cheaten würde. Das war in dem Fall natürlich auch falsch. Also das unterstreicht auch einfach nochmal den Punkt als Hardcore-Beispiel, wie sehr es eben gerade auf den niedrigeren Rängen passieren kann, dass Cheater gecallt werden, wo keine sind. Das geht zwar auch in den High Games oder in den High Rank Elo Bereichen, aber da ist es schon eher seltener. Vor allem, wenn jemand wirklich, wirklich extrem gut ist. Wir haben so ein paar bei uns dabei, die ewig lange auf Faceit Level 10 rumgejuckelt sind. Und wenn die manchmal mitbekommen, dass in den Low Games oder auch in den Mid Games Cheater gecallt werden, dann schreiben die halt sofort, ach Quatsch, ne? Was für Cheater? Wo sollen denn da Cheater gewesen sein? Also, und das sehe ich dann natürlich ähnlich. Also kurzum, die Erfahrung spielt dann natürlich auch eine große Rolle, wie meine Wahrnehmung ist. Und ich sage hier aber nochmal, nur für alle Fälle, ja, es gibt ganz viele Cheater und ja, viele von euch spielen gegen diese Cheater. Yes. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass das keine echten Cheater sind, sondern es geht mir um die ganzen Ausgedachten, um diesen riesigen Haufen, um den deutlich größeren Haufen als der normale Cheater-Haufen, der imaginär noch hinten dran hängt und vor allem die Problematik dadurch, diese Cheater-Problematik, halt noch weiter ja anfeuert. Dazu kommen gleich noch ein paar Zahlen von Valve selbst. Zuerst aber noch zu der Aussage, da musste ich jetzt einfach noch was zu bringen, und zwar habe ich schon ein paar Mal gehört, ja, 50% der User cheaten. Valve hat dazu folgendes Datenblatt mal entwickelt. Das ist zwar schon eine Weile her, und zwar ist das von 2019 oder 18, glaube ich. Und hier ist eben diese Übersicht, Cheating Effects on Clean Players. Und dann eben mit der Chance auf die Dirty Games. Und wäre 50% der Spiele vercheatet, also jedes zweite, eins von zwei, dann wären ungefähr 7% der Spielerbase am Cheaten. Also jedes zweite Spiel wären es 7%. Wenn 50% der User cheaten würden, dann wäre jedes Spiel vercheatet und mit mehreren Cheatern auch noch. Was man bei der ganzen Verteilung aber auch nicht vergessen sollte, weil manch einer auch in den Kommentaren vom vorletzten Video Dinge geschrieben hat, wie ja, es wurden so und so viele Cheater gebannt im Zeitraum X, also ich glaube, das waren 300.000 plus Dunkelziffer, dann meinetwegen nochmal 300.000 drauf, sind 600.000 Cheater, die über die X Monate gebannt wurden, die waren also die ganze Zeit da und auf die Spieleranzahl gerechnet, wären es ja so und so viel Prozent und hin und her. Man darf in dem Fall nicht vergessen, dass eben Trust-Faktor, um nochmal kurz zurück auf Punkt 1 zu kommen, die Cheater eben auch, das habe ich in meinem Cheater-Experiment eben auch gut feststellen können, zusammenkarrt. Also es ist nicht so, dass
auf jedes Spiel genau ein Cheater kommt dann. Sondern das Gute am Trust-Faktor ist ja, dass der die meisten Cheater einfach zusammenschiebt in Lobbys untereinander. Das heißt, da sind dann ein, zwei Legends dabei, die wirklich die Arschkarte gezogen haben, damals wie ich eben auch bei meinem Experiment. Aber der Rest sind andere Cheater, das heißt, die werden alle weggenommen, damit die bei den normalen Menschen nicht so mitspielen. Also diese Zahl ist nicht komplett gleichmäßig aufgeteilt dann auf jedes Spiel, sondern es werden ja auch viele Cheater einfach in eine Lobby gesteckt. Und von diesen Cheater-Lobbys gibt es dann viele, in denen dann 50%, 60%, 70% der 10 Spieler eben einfach Cheater sind. Also zwecks Verteilung ist eigentlich ein extra Punkt, den ich überhaupt gar nicht notiert habe, aber das ist mir jetzt dazu noch eingefallen, als ich das hier gesehen habe. Auf demselben Auftritt gab es noch einen prozentualen Anteil, der genannt wurde bezüglich der Overwatches, der Cases. Gut, könnt ihr ja selbst durchgucken. Und zwar haben sie da Folgendes angemerkt und das fand ich auch extrem interessant, was so gut in unser Thema reinfließt. Nur 15-30% der Reports von 2018 oder von der Datenlage von damals sind in Richtung Cheater gelaufen. Der Rest war clean bzw. nicht auflösbar. Das, also ich finde, dieser eine Punkt zeigt, dass im schlimmsten Fall 85% der Reports gegen Legends gehen halt. Also einfach gegen cleane Spieler gehen. Also ausgedachte Cheater sind. 85%. Und meinetwegen brechen wir das runter auf 50%. Was schon sehr, sehr viel ist, aber meinetwegen brechen wir es runter auf 50%, weil Valve selbst sagt, nur weil das am Ende kein Cheater war, muss es nicht heißen, dass es nicht ein Cheater war, sondern es könnte sein, dass halt einfach nicht erkannt wurde oder sonst wie. Aber brechen wir es runter auf 50%, überlegt mal, 50% der gedachten Cheaterblase, der Anzahl an Cheatern, die könnte man einfach streichen, weil es die gar nicht gibt. Also ich finde, komm, ich suche es euch kurz. Hier übrigens nochmal kurz Trust Visualized. Es lohnt sich echt, das anzuschauen. Wagner Anti-Cheat von 3 Klicks Philipp heißt er, glaube ich. Da spricht er eben über den Auftritt. Der Auftritt geht natürlich viel, viel länger. Ach genau, hier ist es, da ging es um die Wagner-Geschichte. 15-30% der Fälle, die Menschen, also der Reports, die Menschen eben rausgeben, die führen dann zu einem Bann. Alles andere ist legit oder halt, ne? Und hier geht es dann darum, dass Wagner die Geschichte verbessert und die Cases, die von Wagner rausgefiltert und dann an Overwatch geschickt werden, 80-95% gepimmelt werden. Das ist ein Punkt, den Wagner eben betreibt oder betrieben hat 2018. Das ist die, also das ist echt ein Riesenunterschied, dass es die Cases halt schön durchgeschaut hat und dann wirklich die Cheater weitergegeben hat und die ganzen Legends schon mal rausgenommen hat. Diese 15-30% geben vielleicht dem einen oder anderen einfach nochmal einen Denkanstoß, so von wegen, hey, es geht echt viel daneben, was so rausreportet wird. Ich will mich in dem Fall aber auch nicht zwingend an irgendwelche Zahlen hängen, zumal ich ja auch nicht für Valve arbeite und selbst gar nicht weiß, ob die Zahlen echt sind oder ob die nicht einfach erfunden haben, um besser dazustehen oder wie auch immer, wie man das bezeichnen möchte, wobei ich so nicht denke. Aber vieles geht natürlich und ich denke, da kann eigentlich jeder so ein bisschen in sich selbst reinfühlen, von der eigenen Erfahrung auch aus. Jeder einzelne Report, der gegen mich über die letzten 20 Jahre, seitdem ich Counter-Strike, gut, Reports gab es erst seit CSGO, seit den letzten 11 Jahren eben an mich rausging, war falsch. Jeder einzelne Mensch, es waren mindestens ein paar hundert, die sich sicher waren, dass ich anhab und daneben lagen. Und das sind sicherlich nicht die einzigen. Was mich zu dem nächsten Punkt führt, und zwar dem Anti-Cheat. Viele sagen, ja, wenn ein gutes Anti-Cheat da wäre, dann würde ich nicht so oft Cheater callen. Und das halte ich für eine sehr gewagte Aussage. Gerade wenn man diese 15-30% bedenkt. Erstens wüsste ich gar nicht, wie Valve das den Spielern klar machen sollte, dass sie jetzt einen Anti-Cheat haben, das perfekt funktioniert. Das wird keiner glauben. Und falls es dann trotzdem überzeugend rübergebracht werden könnte, kann ich mir trotzdem beim besten Willen nicht vorstellen, dass es plötzlich in jedem Spiel, wo jemand wirklich gut spielt und reindrückt und jemanden zerstört, dass der andere dann sagt, oh, der ist ganz schön gut, holy shit. Cheaten kann er nicht, sei Anti-Cheat an. Das geht, das also... Worauf ich hinaus will, wenn ein festes, neues, super duper krasses Anti-Cheat da ist, das 100% jeden Cheater pimmelt, haben wir trotzdem noch zigtausende Calls von Leuten, die sagen, doch, das sind trotzdem welche, die anhaben. Weil das Problem nun mal nicht nur an echten Cheatern liegt, dass sie da sind, sondern eben auch da liegt, im Klassenbereich. Hier zum Ende sind noch 3 Punkte, auch alles Antworten auf Kommentare oder erweiterte Antworten. Erstens, Accounts nachzuschauen ist natürlich nicht gut. Wenn ich in den Spiel reingehe und zuallererst mal die Accounts angucken muss, ist es ein sehr schlechtes Verhalten einfach, weil damit mache ich mich nur selbst verrückt. Mein 3. Account zum Beispiel, der sieht aus wie der letzte Cheater-Account, deswegen hat er auch so einen beschissenen Trust. Aber ich habe auf dem natürlich halt nicht gecheatet. Trotzdem würde jeder, der gegen mich spielt, sofort sagen, oh, das ist wahrscheinlich ein Cheater und sich damit die Laune verderben. Dabei ist das halt einfach nur ein weiterer Account von mir. Smurfer greifen gerne auf sowas zurück, das weiß ich und
ob man jetzt einen Cheater oder einen Smurfer hat, ist beides nicht so geil, logischerweise, weil ein Smurfer wird einen auch kaputt drücken. Aber ich finde trotzdem, dass du bei einem Smurfer zumindest den Willen haben könntest, zu kämpfen, denn wenn du nicht gerade gegen 5 Smurfer kämpfst, sondern halt nur gegen einen oder so und selbst noch einen starken bei dir im Team hast, dann kann man das, dann ist es noch winnable auf jeden Fall. Also mein Tipp, guck nicht in die Accounts rein, es hat nichts zu heißen. Mein zweiter Account sah genauso aus, ich habe auch ständig Reports bekommen und es hieß, mein Account sei so leer und so jung, natürlich cheat ich, weil es so ungefähr nicht, ich denke, sag mal, man kann zumindest nicht per se sagen, dass der Account, oh, der ist nur ein halbes Jahr alt oder nur 4 Tage alt, cheats. Das ist halt nicht richtig. Es ist sicherlich in vielen Fällen richtig, ja, aber eben nicht in allen. Und darum würde ich auch an dem Punkt nicht davon ausgehen. Denn, ich weiß, ich drehe mich im Kreis, aber bedenkt bitte, es geht um die Sachen, die ihr im Kopf habt und nicht um die, die stattfinden. Wenn ihr euren Skill vermindert, weil ihr von Anfang an sagt, oh, der hat einen Account mit so einer nackten Anime-Tusse drauf, der cheatet. Dabei cheatet er gar nicht. Dann verkackt ihr euch das Spiel von vornherein, obwohl der gar nicht anhat. Nächster Punkt. 2 haben geschrieben, auf Twitch würden Cheater ja einfach fröhlich vor sich hin cheaten und es würde nichts passieren. Also wir haben da auf jeden Fall schon andere Erfahrungen gemacht. Ein Mate von mir hat in einem privaten Spiel aus Spaß einen spieleigenen Command genutzt, in CSGO war das noch, mit dem alle Wände praktisch nur noch als Wireframe da stehen und du halt da durchgucken kannst, also praktisch ein Wallhack. Das hatte er an und die anderen auch alle. Einfach nur mit einem Command, den man in CSGO selbst eingeben konnte. Und es hat ihn jemand dafür reportet und er wurde direkt gebannt. Also kurz und knapp, wenn ihr Cheater auf Twitch seht, dann reportet die für Cheating. Das ist auf Twitch nicht erlaubt und führt auch recht schnell, bei ihm war das vielleicht, also er wurde während diesem Spiel gebannt. Ich weiß, dass YouTube wiederum das nicht macht. Auf YouTube werden Cheats hochgeladen, Cheats-Vorstellungsvideos und so weiter und so fort. Das wird alles nicht runtergenommen. Ich weiß nicht, ob es da an Reports fehlt oder ob YouTube sich sagt, ist mir wurscht. Keine Ahnung, wie deren Politik dabei ist, aber auf Twitch war es zumindest damals so, dass es sehr, 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 sehr schnell ging. Letzter Punkt, eigentlich eine witzige Sache, Cheater callen auch Cheater und machen halt dann an. Also mitunter daddeln die einfach rein, ohne Cheats, haben aber den Cheat im Hintergrund ready und sobald sie glauben, dass jemand anhat, machen sie an. Das ist natürlich auch absolut dämlich. Richtig bitter in dem Fall ist natürlich auch, wenn der Gegner, der vermeintlich cheatet, halt auch einfach nur ein Legit ist. Und die dann aber halt trotzdem anmachen und dann hat man ihr Salat. Das habe ich in den Cheater-Experimenten auch miterlebt, dass halt erstmal alles zumindest vom Feeling her normal ist und dann schreibt auf einmal einer vom eigenen Team, ey, ich glaube, die haben an und der andere, bist du sicher? Ja, das war komisch und hin und her und dann warte, ich mache auch an und zack, bumm, und dann dödeln sie halt rum. Ich kann aber in dem Fall nicht sagen, ob die Gegner an hatten, beziehungsweise mit hoher Wahrscheinlichkeit hatten die an. Das war mit meinem 3. Account, Hardcore Low Trust. Nun sollte ich eigentlich alle Punkte angeschrieben haben, zumindest alle ernstzunehmenden Punkte. Einer hat geschrieben, dass ich ein Cheater bin und deswegen das Video gemacht habe und Kommentare lösche und was weiß ich alles, weil ich ein Cheater bin. Also ich weiß dann halt nicht, was ich dazu überhaupt sagen soll. Ich habe im Stream dann kurz meine Leute gefragt, guck mal da, was da der neue Kommentar, habt ihr den schon gesehen? Und die Leute gucken rein und sagen, ja, ist halt einfach einer, der Braindead ist. Kannst du eigentlich nicht viel machen. Auf solche Sachen reagiere ich eigentlich mittlerweile auch eher weniger. Solche Leute haben meist einen gesamten Baumarkt von Brettern vorm Kopf und da kann man halt dann nicht großartig argumentieren oder kommentieren. Also nicht wundern, falls ihr die Kommentare mal durchguckt. Bei manchen habe ich einfach nur mit Emotes oder so reagiert, weil ich halt da... Was soll ich dazu sagen? Jetzt hier zum Ende. Ganz wichtig, worum ging es mir in dem Video überhaupt? Falls das nicht klar war. Den meisten war es klar oder ist es dann klar geworden, als sie das Video eben halt angehört oder angeschaut haben. Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass es wenig Cheater gibt. Und mit keinem Wort gesagt, dass es keine Cheater gibt. Das ist hoffentlich allen klar. Mir ging es auch nicht um die Cheater-Anzahl, also an Fakten, wie viele da wirklich da sind. Sondern mir ging es, Achtung Ohren auf, um den großen Haufen an imaginären Cheatern. Das ist das, worum es mir ging. Bei dem einen sicherlich auch mehr, bei dem anderen weniger. Klar. Aber ich denke oder ich gehe davon aus, dass der imaginäre Haufen mindestens doppelt so groß ist wie der tatsächliche Cheaterhaufen, eher noch größer. Man bedenke, 15-30% der Reports treffen und ne, also 70-85% nicht. Dieser Haufen, darum ging es mir. Also kurzum um das Mindset. Natürlich dann eben auch in Conclusion, wie ihr in ein Spiel reingehen solltet und wie ihr mit Counter-Strike an sich umgehen solltet, mental. Wenn ihr reingeht und ihr habt da vielleicht einen Verdacht. Der Verdacht, den kann man nicht einfach aus dem Kopf rauslöschen, das ist mir schon klar. Ihr könnt ja auch denjenigen einfach reporten, still und leise, ganz gemütlich, aber ihr müsst nicht eurem Team sagen, oh, der hat sowas von an, wir können aufgeben.
sondern ihr könnt einfach weiterspielen und hoffen, dass ihr euch irrt und versucht, einfach reinzuzwitschern bis zum Ende und noch irgendwie einen Win zu holen. Cool bleiben, am Mindset arbeiten und dann schön reinscheißen. Wir sehen uns dann heute wieder im nächsten Livestream. 20 Uhr, ich hoffe, ich kriege das Video noch fertig. Gott, das will noch 2 Stunden. Lasst es krachen. Ich wünsche euch ganz viele clean, legit Games. Habt Spaß dabei und versucht irgendwie das Cheater-Problem nicht größer zu machen, als es eh schon ist, weil es ist ein Problem. Ja, das ist kacke, dass so viele Affen unterwegs sind, die meinen reinscheißen zu müssen. Hau da rein, Leider. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.